Die PEMA-Gruppe investiert rund 60 Millionen Euro in den zweiten Innsbrucker Turm und startet das Bauvorhaben mit einer spektakulären Spatenstichfeier. Eine 50 Meter hohe Feuersäule verbunden mit einer Trommelshow sorgt gestern Abend für jede Menge Aufmerksamkeit und staunende Beobachter. Das neueste Bauvorhaben der PEMA-Gruppe wird mit einer Spatenstichfeier der ganz besonderen Art gewürdigt. Den Auftakt macht die Freebeat Company mit einem schamanischen Ritual und leitet zum Höhepunkt der Feier über, dem Funkenflug mit Trommelwirbel. Die international bekannten Trommelartisten Dramatic Theatre sorgen für ein musikalisches Erlebnis. Im selben Moment steigt eine 50 Meter hohe vertikale Skulpturfeuerleiter in den Himmel, die die Höhe des neuen Gebäudekomplexes P2 symbolisieren soll. Eine Spatenstichfeier, wie man sie noch nie erlebt hat. Spatenstich mit Helm und Schaufel wollte man nicht. Das wollte ich auch nicht, weil das wäre nicht angemessen, glaube ich, diesem dann doch sehr kühnen Bauwerk, ne? Und dieser urbanistisch sehr mutigen Entscheidung da. Ne? Eigentlich Low-Tech und High-Touch, ne? Müsste man sagen, ne? In gewisser Weise. Und das wirkt immer noch besser. Und Trommeln natürlich hat auch sowas dithyrambisch, schamanistisch, altes an sich. Und ich glaube, in dieser Kombination hat das ganz gut funktioniert. Ja, wir haben natürlich auch großes Glück gehabt mit dem Wetter, obwohl wir sozusagen wie Segler also auch uns in den Wind stellen können und so mit den Elementen doch auf Du und Du stehen. Aber hier hat die Dimension und das Rundherum und auch das Ziel von dem ganzen Projekt also perfekt zusammengepasst. So etwas Kreatives als Spatenstichfeier habe ich definitiv noch nie erlebt. Hut ab, die Gestaltung mit dem Feuerkünstler, mit den Trommlern hier in schwindelerregender Höhe hat mich sehr beeindruckt und ist ein guter Grundstein und ein guter Spatenstich für ein ganz kreatives und tolles urbanes Projekt. Markus Schafferer investiert als PEMA-Eigentümer rund 60 Millionen Euro in das Bauprojekt. Auf 19.000 Quadratmetern entsteht ein multifunktionales Gebäude. Für die Nutzung soll ein Mix aus Wohnen, Retail, Szene-Gastronomie und einen öffentlichen Begegnungsort realisiert werden. Ich glaube, mit PEMA 1 haben wir bis jetzt auch bewiesen, dass wir immer mit Projekten überraschen und einfach mal was Unkonventionelles Neues machen. Und das ist, glaube ich, jetzt beim B2 uns auch gelungen, jetzt bei der Spatenstichfeier und natürlich mit dem fertigen Produkt B2 mit der Nutzung und mit der Architektur, glaube ich, werden wir auch ein zweites Mal dann überraschen, wenn wir bei der Firstfeier angelangt sind. Hier hat man also keinen Spaten gebraucht und keinen Helm gebraucht, sondern hier hat man genießen können, hier hat man eigentlich einfach einmal Danke sagen können auch einem Unternehmer, der das Risiko eingeht, hier so viel Geld in die Hand zu nehmen und solche Gebäude herzustellen. Und das ist natürlich für eine Wirtschaftslandesrätin besonders schön. Bis 2017 soll in Innsbruck der zweite 50 Meter hohe Turm realisiert werden.